Dari, let's play. Und damit herzlich willkommen zurück zum Metal Gear Solid Versteckspiel. Finde den Ninja. Ja, wir haben in der letzten Episode schon einmal gegen den verkackt, weil er da seine göttliche Faust auf einmal ausgepackt hat und uns mal eben gewone-hittet hat, der Arsch. Aber diesmal sind wir vorbereitet. Wir wissen ja jetzt, dass er die Attacke kann. Da ist er doch. Haha. Snake, komm und hol mich. Ja, ich hol dich. Wo bist du denn, Kollege? Lauf doch nicht weg. Wie in alten Zeit. Auf den Schmerz habe ich gewacht. Ja. Wenn du noch mehr davon willst, dann komm her. So, das war die Stelle, genau, wo der das mit uns gemacht hat. Und wir einfach mal draufgegangen sind. Okay, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ha! Seine göttliche Faust! Stirb! Ja, gut. Genau, glänzender Schlag. Ja, finde ich auch. Ha! Bam! Erinnerst du dich, Snake? Das Gefühl eines Kampfes? Sollte ich mich an den wirklich erinnern? Ist er einfach. Wenn man weiß, wie der sich verhält. Und immer in den Rücken. Auf die Fresse. So, der ist so gut wie drauf. Okay. Ach, der kippt jetzt schon. Ha, nein! Das war ein Fehler. Oh, boah. Was macht der denn? Ja, schlag zu. Wie denn, du Fisch? Ich komme ja nicht an dich ran. Oder? Okay, kommen wir doch. Der hat wirklich elektrische Probleme, der Kollege. Ja. Yeah. Stiefel in der Fresse. Tut immer gut. Aua. Ey, was ist das denn? Kollege. So. Mit Schlagen war ja nichts mehr, tut mir leid, da musste ich schießen. Das habe ich gespürt, Snake. Erinnerst du dich jetzt an mich? Mhm. Unmöglich. Du wurdest in Sansibar getötet. Was? Nicht schon wieder. Los! Verschwinde! Ist es vorbei? Ja. Gray Fox. Colonel, dieser Ninja ist Gray Fox. Kein Zweifel. Lächerlich. Sie wissen doch genau, dass er in Sansibar starb. Nein, er hätte sterben sollen. Doch er lebt. Was? Es passierte, bevor ich zu Foxhound kam. Sie verwendeten einen Soldaten für Gentherapie-Experimente. Davon habe ich nie gehört. Es passierte nach ihrem Austritt. Mein Vorgänger, Dr. Clark, war verantwortlich. Dr. Clark? Ja, er begann das Gentherapieprojekt. Und wo ist er jetzt? Er starb bei einer Explosion im Labor vor 2 Jahren. Was geschah mit dem Soldaten? Anscheinend wurde der Körper eines in Sansibar getöteten Soldaten zu Versuchszwecken gebraucht.
Und das war Gray Fox. Aber er war doch schon tot. Ja, aber er wurde wiederbelebt. Er erhielt den Prototyp eines Exoskeletts und wurde 4 Jahre unter Drogen gehalten, während sie an ihm herum experimentierten. Die heutigen Genomsoldaten gehen auf das Experiment zurück. Das Widerlichste, das ich je gehört habe. Sie testeten alle möglichen Gentherapietechniken an ihm. Naomi, warum haben Sie uns das nicht schon eher erzählt? Weil es vertraulich ist. Ist das der einzige Grund? Naomi, was geschah dann mit Gray Fox? Laut Bericht starb er in der Explosion. Aha, doch selbst wenn das Gray Fox ist, warum läuft er als Ninja herum? Ich glaube nicht, dass er weiß, wer er ist. Sie meinen, er ist ein seelenloser Roboter? Ich bin mir nicht sicher, aber er wollte bis auf den Tod mit mir kämpfen. Ich werde ihn nochmal wiedersehen. Werden Sie kämpfen? Bis auf den Tod? Ungern. Aber er könnte mich zwingen. Wollen Sie nicht rauskommen? Sind Sie auch einer von denen? Nein, ich arbeite alleine. Alleine? Sind Sie auch ein Otaku? Kommen Sie raus. Wir können nicht ewig hier bleiben. Sie tragen eine andere Uniform. Sie sind Hal Emmerich, der Chefingenieur von Metal Gear, nicht wahr? Sie kennen mich? Meryl hat mir von Ihnen erzählt. Ah, Sie sind hier, mich zu retten? Leider nein. Ich muss erst etwas anderes erledigen. Naja, wenigstens sind Sie keiner von denen. Sind Sie verletzt? Ich bin okay. Ich habe mir auf der Flucht nur die Knöchel verstaucht. Wenn's nur das ist, haben Sie nichts zu fürchten. Ich wollte Sie etwas fragen. Ich brauche Infos über Metal Gear. Hä? Metal Gear? Ja. Wofür wurde Metal Gear entwickelt? Es ist eine mobile Raketenabwehr vor Ort, zum Abfang von Atomraketen entworfen. Selbstverständlich nur für Abwehrzwecke. Lügner! Ich weiß bereits, dass Metal Gear nichts anderes ist als eine mobile Atomraketenabschussrampe. Atomrakete? Wovon sprechen Sie? Die Terroristen wollen Metal Gear zum Abschuss einer Atomrakete nutzen. Wussten Sie das nicht? Sie wollen einen demontierten Sprengkopf in Metal Gears TMD-Raketenmodul einsetzen? Falsch. Zweck dieser Übung war von Anfang an, den Abschuss von Atomraketen mit Metal Gear mit Versuchsprojektilen zu testen. Die Terroristen setzen bloß die von euch angefangene Arbeit fort. Nein, das stimmt nicht. Ich habe es von Ihrem Boss gehört, Baker. Nein. Eine Atomrakete auf Rex? Sie wussten es wirklich nicht. Nein. Eine andere Abteilung stellt die Ausrüstung her. Der Präsident hat die Zusammensetzung mit der Haupteinheit persönlich überwacht. Präsident Baker? Ja. Ich habe nie erfahren, womit Rex ausgerüstet wurde. Ich weiß nur von einer Vulcan-Kanone, einem Laser und einem Schienengewehr. Ein Schienengewehr? Ja. Es verwendet Magneten zum Feuern von Hochgeschwindigkeitsgeschossen. Diese Technologie wurde für das SDI-System entwickelt und dann fallen gelassen. Sie wurde von Armstech und Rivermore National Labs weiterentwickelt. Das Schienengewehr befindet sich am rechten Arm von Rex. Metal Gear wurde speziell zum Abschuss von Atomraketen entwickelt. Vergessen Sie da etwas nicht. Es stimmt. Metal Gear verfügt hinten über ein Raketenmodul für bis zu 8 Raketen. Aber Sie sagen, es sei von vornherein für Atomraketen gedacht gewesen? Ja, da steckt mehr dahinter. Wenn Metal Gear nur Standard-Atomraketen abschießen würde, dann sollten alle Testdaten bereits vorhanden sein. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Die Metal Gear-Entwicklungspartner Rivermore National Labs haben an einem neuen Atomwaffentypus gearbeitet. Sie verwendeten Nova- und NIF-Laser zum Testen atomarer Fusionsausrüstung und Supercomputer. Sie entwickelten eine neue Art Atomwaffe in einem Simulationslabor.
Ja, aber Sie können sich im Krieg nicht auf Virtualdaten verlassen. Sie brauchen echte Versuchsdaten. Hier sind einige der Supercomputer. Werden diese verbunden, kann unter simulierten Bedingungen alles getestet werden. Aber es ist nur Theorie. Dann sollte also diese Übung ein echter Test sein. Was hat der Präsident gemacht? Wenn die Terroristen das Ding zünden? Verdammt! Verdammt! Ich bin ein Narr! Es ist mein Fehler! Die Wahrheit ist, mein Großvater hat am Manhattan-Projekt gearbeitet. Er fühlte sich den Rest seines Lebens schuldig. Und mein Vater wurde am 6. August 1945 geboren. Dem Tag der Hiroshima-Bombe. Gott hat also einen Sinn für Ironie. Drei Generationen von Emmerich-Männern. Die Arbeit mit Atomwaffen muss uns im Blut liegen. Ich dachte, die Wissenschaft könnte der Menschheit helfen. Stattdessen wurde ich missbraucht. Wissenschaft im Dienste der Menschheit, das gibt's wohl nur in Hollywood. Schluss mit den Tränen. Nehmen Sie sich zusammen. Wo ist Metal Gear? Wo auf diesem Gelände wird es gelagert? Rex ist in der unterirdischen Wartungsbasis. Wo ist das? Nördlich vom Sendeturm. Aber das ist eine lange Strecke. Ist das Sprengcode-Deaktivierungssystem für Notfälle auch dort? Ja, im Kommandoraum der Stützpunktanlage. Beeilen Sie sich! Wenn Sie die Zündung von Anfang an planten, dann ist das Raketenprogramm sicher beendet. Sie haben mich seit ein paar Stunden nicht mehr gerufen, also sind Sie bestimmt zum Abschuss bereit. Merrill hat die Schlüssel für die Codesperre. Wir melden uns bei ihr. Wenn Deaktivieren nicht möglich ist, müssen wir Rex zerstören. Ich zeige Ihnen den Weg. Mit Ihrem Fuß? Sie halten mich nur auf. Sie brauchen mich, wenn Sie Rex zerstören wollen. Ich brauche Sie nicht. Ich brauche nur Ihr Wissen. Ich habe Rex entwickelt. Und es ist mein Recht und meine Pflicht, ihn zu zerstören. Versuchen Sie zu entkommen. Ich melde mich über Codec, wenn alles klar ist. Wie soll ich von einer Insel entkommen? Okay. Was soll ich tun? Verstecken Sie sich und geben Sie mir Informationen. Sie kennen sich doch hier gut aus. Aber sicher. Keine Sorge, ich habe das hier. Die gleiche Stealth-Technologie, die der Ninja verwendet. Foxhound wollte sie verwenden, obwohl... Damit bin ich trotz Fuß und allem sicher. Gut. Ich will, dass Merrill sich auch um sie kümmert. Merrill, der Ingenieur ist okay. Zum Glück. Kümmern Sie sich um ihn. Wo sind Sie jetzt? In der Nähe. Dort ist sie. Da drüben. Oh Mist, sie haben mich. Merrill, was ist los? Da ist was passiert. Haben Sie was gehört? War da nicht sowas wie Musik? Wie sah sie aus? Sie trug denselben grünen Kampfanzug wie die Terroristen. Eine Tarnung. Sie hat so einen hübschen Gang. Wie sie ihren Hintern schwingt, also... Sie haben sie genau gesehen. Ach, sie hat einen entzückenden Hintern. Wie sie geht, hm? Wenn sie als Feind verkleidet ist, müssen wir uns melden, wenn sie alleine ist. Es gibt nur einen Ort, wo wir dessen sicher sein können. Wo ist das? Seien Sie doch nicht so blöd. Hier, die Sicherheitskarte. Sicherheitsstufe 4. Sie haben keine Schmerzen. Hä? Sind Sie okay? Keine Probleme. Was gibt's? Was soll die neue Freundlichkeit? Oh, nichts. Ich bin froh, dass Sie okay sind. Sie sind seltsam. Ich bin etwas nervös. Jeder, den ich rette, stirbt mir plötzlich weg. Ein Pechvogel.
Vergessen Sie es, Doktor. Nennen Sie mich Otakon. Otakon. Otaku-Konvention. Ein Otaku ist einer, der wie ich Japan-Animationen mag. Die Japaner waren die ersten, die mit Erfolg zweibeinige Roboter herstellten. Führen nach wie vor im Gebiet der Roboter. Und Japan-Animation hat dabei eine Rolle gespielt. In der Tat. Ich wurde nicht Wissenschaftler, um Atomwaffen herzustellen. Das sagen alle Wissenschaftler. Ich wurde Wissenschaftler, um Roboter wie in japanischen Zeichentrickfilmen zu entwickeln. Ehrlich. Das klingt mir etwas nach kindischer Ausrede. Da haben Sie recht. Wir tragen die Verantwortung. Die Wissenschaft hat stets vom Krieg gelebt. Die größten Massenvernichtungswaffen stammen meist von Wissenschaftlern, die berühmt sein wollten. Aber das ist vorbei. Ich will nichts mehr mit Mord zu tun haben. Naja, was ich von Ihnen will, ist Information. Sicher. Ich weiß alles über die ganze Basis. Fragen Sie mich, was Sie wollen über Rex und diesen Ort. Außerdem komme ich mit dem Stealth-Anzug ungesehen ins Waffenlager und die Messe. Sagen Sie mir nur Bescheid, wenn Sie Munition oder Rationen brauchen. Ich bin auf Frequenz 14112. Bis später. Ah, ich dachte schon, das nimmt kein Ende mehr. Jetzt haben die hier 13 Minuten durchgesabbelt. Meine Fresse, so, wir haben eine neue Freigabekarte erhalten und wir rufen den mal eben an auf 14112, denn wir haben den ja nicht direkt gespeichert, bevor ich die Nummer hier vergesse. 14112. Damit wir den zumindest schon mal da drin haben. Da ist er ja. Wir haben Meryl noch nicht gefunden? Snake, das Sprengkopflager hat ein oberirdisches und zwei unterirdische Stockwerke. Suchen Sie doch mal da. Ja, ja. Wir haben noch gar nicht gesucht, du Otakon-Typ. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Keine Ahnung. Otakon-Typ, wir haben noch gar nicht gesucht. Da machen wir jetzt. Beziehungsweise... Ja doch. Hier können wir raus. Der Ninja ist weg. Der Grey Fox-Typ, den wir noch von damals irgendwie kennen. Womit ja alles angefangen hat mit diesen Genomsoldaten. Habt ihr ja gerade alles gehört. Das muss ich jetzt gar nicht wiederholen. Das kann ich sowieso nicht alles wiederholen. So viel, wie die da geredet haben. Das kannst du jetzt gar nicht zusammenfassen ordentlich. Auf jeden Fall müssen wir Meryl suchen. Die scheint momentan in Problemen zu stecken. Verdammt, hier schon wieder Giftgasalarm. Ach, Mann. Wir haben ja die Gasmaske. Meine Gasmaske ist mein Freund. So, gab es hier noch Level 4? Level 3, davon ist Level 4. Und hier auf der Seite gab es hier auch noch Level 4. Ich weiß es gar nicht mehr. Level 6. Level 3. Level, ouch. Level 3. Ah, Level 4. Da gehen wir doch mal rein. Die Gasmaske wieder verwendet. Night Vision Google. Meine Fresse, was man hier alles findet. Verstärkt restlich oder möglich so die Sicht bei fast kompletter Dunkelheit. Augenkrebs. Weg damit. Okay, wahrscheinlich wird irgendwann ein Ort oder so kommen, wo ziemlich dunkel ist. Und da werden wir das wohl brauchen. Erinnere ich mich zwar überhaupt gar nicht dran, aber haben wir schon mal. Wenn wir es denn dann irgendwann brauchen, haben wir es schon mal dabei. So, hier ist auch noch Level 4. Stun Grenade. Keine Ahnung, ob das irgendwie ein Zeichen ist, ob wir die gleich für irgendwas brauchen. So, raus hier. Frische Luft atmen. Okay, dann gehen wir jetzt. Wir müssen Stockwerk nach oben. Dann eigentlich B1. Da gab es noch ein paar Zwischentüren, wo man, glaube ich, hin kann. Aber ganz oben im ersten gibt es, glaube ich, nichts mehr. Da war nur der Ausgang. Wenn ich mich recht erinnere. So, was war hier? Ja gut, die Toilette. Da hinten war... Ach, Nummer 5. Schnell, schnell, schnell. Hier gab es doch Level 4. Genau, hier. Ah, eine Box B haben wir gefunden. Cool. Wofür ist denn die Box B? Zum Nuklearsprengkopflager steht auf ihm drauf. Okay.
Das heißt, mit dem können wir im Nuklear-Sprengkopflager ungesehen... mehr oder weniger ungesehen, verdammt. Mehr oder weniger ungesehen herumlatschen. Ich wollte hier eigentlich jetzt noch... Eigentlich wäre jetzt sofort Episodenende, aber ich möchte nicht hier noch in den anderen Räumen umgucken. Schnell, das machen wir noch. Das wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Verdammt, Stufe 6. Hier ist, glaube ich, Stufe 5. Gibt es dann noch Stufe 4? Ja, da gibt es noch Stufe 4. Da gehen wir dann jetzt auch noch schnell rein, hoffe ich. Kacke, der kommt. Da ist ja noch ein dritter. Das wird hier langsam eng. Oh, 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 oh. Leute, ist das ein Kackdreck. Der kann doch hier nicht rein, oder? Der hat doch keine Freigabe dafür. Musst du nicht wieder pinkeln oder so, Kollege? Die Tür war die ganze Zeit offen. Und ich stehe hier rum. Ah, der geht pinkeln. Schnell, raus hier. Meine Güte. Schnell, 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 schnell. Boah, ist das eng hier. Zum Glück sind die alle kurzsichtig. Ich glaube, der sieht unsere Haare. Der sieht die, aber denen ist das egal. Da denkt sie, das ist irgendein Büschel oder sowas. Ich weiß es nicht. Schnell, 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 schnell. Schnell! Hier waren wir schon mal drin. Jetzt noch... Nein! Lauf da! Mann, ey! Der muss sich auch immer an eine Wand drücken. Perfekt. Boah, hat sich richtig gelohnt. Wir haben Farmers-Munition gefunden. Oh. Und eine Ration. Sind wir gut. Ja, das war's. Wir haben hier dann die Räume auch soweit erkundet. Ich glaube, wir rufen in der nächsten Episode einfach mal Meryl an. Der Otakon sagte ja, wir sollen sie anrufen von einem bestimmten Ort aus, von wo man nicht überwacht werden kann. Was soll das denn für ein Ort sein? Müssen wir mal rausfinden. Ich weiß nicht. Im Notfall laufen wir einfach ein bisschen weiter zurück und gucken, ob wir da weiterkommen. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Türen, die wir mit der Sicherheitsstufe 3 und 4 öffnen werden können. Und vielleicht finden wir da weitere Items, Einzelheiten, die uns irgendwie weiterhelfen können. Vielleicht sogar die fünfte Codekarte, wo wir ja dann hier wieder ein paar neue Türen öffnen könnten. Zum Beispiel die eine da hinten. Nun gut, ich verabschiede mich. Und dann geht es in der nächsten Episode wahrscheinlich rasant weiter und wahrscheinlich auch wieder mit ganz viel Story, weil hier wird ja mehr von denen gelabert wie von mir. Aber so ist das eben in diesem Spiel. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.